Herzlich willkommen zu einer neuen The Last of Us Folge. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weeble Games for You und wir sind immer noch mit Ellie unterwegs und versuchen Joel zu finden, auch wenn Ellie noch gar nicht weiß, dass Joel wieder unter den Lebenden weilt, sozusagen. Hat ja wohl eine üble Infektion gehabt, der Kollege. Was ist hier los? Können wir hier raus? Wohl eher nicht. Das ist doch scheiße! Scheißscherben hier. Okay, kurze Angst gehabt. Sache ist die, ich verstehe den Sinn hiervon gerade gar nicht. Weil wir hier nicht wirklich weiterkommen. Soweit ich das beurteilen kann. Oh, doch, da. Können wir eventuell wieder raus. Oder in einen anderen Raum. Nee, hier kommen wir in einen anderen Raum. Okay. Noch ein Medikit. Wie viele gibt es denn davon noch? Ich meine, ich will mich jetzt nicht wirklich beschweren, aber. Jetzt sind wir doch schon wieder hier. Eine Art Map oder was? Nächste Schweinekarte sozusagen. Kommen wir denn hier wieder raus? Da kommen wir auch nicht mehr raus. Das gibt's doch gar nicht. Ich krieg langsam Paranoia, wenn ich hier drinnen feststecke. Macht auch nicht wirklich den Sinn. Hier hoch auch nicht. Die Tür ist zu. Hätten wir hier irgendwas triggern müssen oder was? Was nicht getriggert worden ist. So. Gehen wir mal hier vorne hin zur Front. Ah, hier. Nein. Das gibt's doch nicht. Wehe, wenn. I'm okay. Der hat uns die Waffe weggenommen. Du bist nicht infiziert. Sondern? Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Muss ich das checken? Ja, ja, sehr schlau. Wo hat er denn die Schlüssel hingepackt nochmal? Was denn? Was sollen wir machen und was können wir überhaupt tun, ist die Frage. Wie alle, die du getötet hast, wird uns nur weiter stärken. Mehr Essen für jeden. Okay. Das ist mehr Kraft. Ellie? Wir müssen uns wohl von Ellie, hinten anschleichen. Ich weiß, dass du mir unbedingt etwas sagen willst. So. Du
Dieser Scheißkerl. Gibt's doch gar nicht. Nein, gar nicht. Moment nicht, bist du sicher? Ja. In Ordnung. Jawohl, oder? Ja, da. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Ich glaub's eher nicht. Und immer wieder. Psychospiel hier gerade. Läuft er rum? Das ist die Frage. Da bin ich. Lauf, kleines Häschen, lauf. Da bist du hier. Ja. Ob mich deine Scheiße groß stören würde. Okay, das ist jetzt ein Problem. Da sind Scherben. Zählt er still, der Arsch. Bist du ja, Ellie. Frage ist, wie weit er hören kann. Wo er ist. Er muss sich bewegen, um in unsere Nähe zu kommen. Führt kein Weg dran vorbei. Ah, hier. Okay, ja, komm. Jetzt mal darum. Oh Gott. Wir können hier nicht links rum. Wegen den Scherben. Mann, ey. Keine Flasche mehr oder sowas. Problem ist mit seiner Machete, ist wahrscheinlich so oder so Instant Kill. Die sind auf die ganze Breite. Wo ist er jetzt? Muss dort drüben sein. Du Sack. Braves Mädchen. Frage ist halt, in welche Richtung guckt er? Jawohl, das muss aber gesessen haben. Ach du Shit, in den Kopf! Nein! Haben wir ihn oder haben wir ihn nicht? Heftigs. Okay, Joel ist wieder dran. Muss auch ganz in der Nähe sein. Aber Medipack nehmen wir nicht. Aber wir haben Waffen ohne Ende.
Das hier sieht doch ganz gut aus. Schon ist einer, mindestens. Das ist sinnlos, ich kann nicht sehen. Einfach weitersuchen. Denken wir durch, müssen wir sich sagen. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Es gibt gute Rennen in der Stadt rum und wir bewachen den Ausgang. Hey, die Kleine ist tödlich und wir wissen nicht, wo sie auftauchen wird. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Da muss wohl jemand stolz sein. Den haben wir. Ach du Scheiße! Ich seh! Auf, Penner, da los! Komm mit der Axt hier! Zwei eben. Nicht so gut. Vorstoßen mag doch niemand. Ich habe keine Ahnung. Kommt keiner. Sind wohl zu feige. Auch wenn wir noch einen gefressen haben. Endlich los, trau dich! Dorthin, wo es brennt, denn wieder. Sonst sind wir hier bald. Geschichte. Ach, da bist du ja, Arschloch. Wo es wäre. Steht außen rum. Arm abgeschossen. Nein, ich hab grad gezuckt, ey. Eine Infizierte rennt in der Stadt rum und wir bewachen den Ausgang. Hey! Die Kleine ist tödlich und wir wissen nicht, wo sie auftauchen wird. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Wir müssen gucken, dass wir hier weiter schleichen. Kommen wir hier vorbei? So, den müssen wir eigentlich mit einem Headshot erledigen können. Vorausgesetzt, wir treffen den Kopf. Er hat eine Knarre! Hä? Mann, wo? Er ist hier drüben!
Verdammt nochmal, trifft's besser als alles andere, ey. Mist! Nein! Würde aber sagen, dann machen wir hier an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.